Ich bin jetzt endlich wieder daheim. Ich war ungefähr 3 Stunden unterwegs und es war kein Spaß. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Feiertag und es fühlt sich die ganze Zeit so an, als wäre Sonntag. Die Babys hüpfen gerade draußen, die Waschmaschine ist hinter mir im Schleudergang. Mal wieder ein Bild für die Götter. Es ist jetzt 12.13 Uhr. Bei mir gibt es Mittagessen und zwar einen Kartoffelsalat, den hat meine Mama gestern mitgebracht mit Gurke und Karotten und Essiggurken. Und dann habe ich mir noch 2 Eier gekocht und die werde ich mit Salz essen. Spargel ist auch noch mit drin in dem Kartoffelsalat. Sehr lecker. Über mir sind dunkle Wolken. Ich hoffe, es hält noch durch, so lange bis ich gehe. Ich scheine Glück zu haben mit dem Wetter. Ich habe mir ein Buch mitgenommen von Jane Austen, Verstand und Gefühl. Und jetzt habe ich mir hier ein schönes Plätzchen gesucht, mich hingesetzt und jetzt werde ich ein bisschen lesen. Irgendwie habe ich nur die gleichen Stellen nochmal gelesen, die ich eh schon gelesen habe, weil ich mich anfangs nicht erinnern konnte, dass ich das schon gelesen hatte. Und während ich dann gelesen habe, ist mir eingefallen, oh, das kennst du doch schon. Ich habe hier immer noch eine Seite blauer Himmel, die andere Seite dunkel. Hier blauer Himmel und hier drüben sieht es ziemlich dunkel aus. Ich wollte ja heute ein bisschen eine längere Runde drehen, aber wenn das runterkommt, dann kommt es gewaltig runter. Always look on the bright side of life. Ich bin ganz alleine mitten im Wald und ich weiß gerade nicht, wo ich rauskomme und wo ich bin. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich bin. Vor allem diesen Weg hier, den habe ich noch nie gesehen. Das ist ein geschotterter Weg und ich bin noch nie hier in einen geschotterten Weg gegangen. Das war immer so ein typischer Waldweg. Und jetzt ist das ein geschotterter Weg. Es ist, als ob ich in einem komplett anderen Wald wäre. Ist irgendwie ganz komisch. Und ich weiß nicht, ob die den Weg hier neu gemacht haben oder ob ich einfach noch nie in der Ecke war. Aber eigentlich den einen Weg bin ich ja schon öfter gegangen. Aber das hier ist mir komplett neu. Da vorne scheint aber eine Straße zu sein. Ich höre zumindest Autos. Ich könnte jetzt auch hier wieder reingehen. Mal schauen. Wenn das vorne eine Straße ist, gehe ich hier wieder rein. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, wo ich bin. Okay, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Hier ist die Straße. Da war ich noch nie. Und die scheint auch ziemlich viel gefahren zu sein. Komisch, komisch. Ich gehe wieder zurück. Ich kenne mich nicht aus. Oh Mann, jetzt ist der Weg hier auch noch so matschig, dass ich jetzt hier im Gestrüpp laufen muss, weil auf dem Weg kriege ich sonst nasse Füße. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Oh Mann. Ich hoffe echt, ich bin bald. Oh, ich habe jetzt schon nasse Füße. So habe ich das definitiv nicht geplant. Wow, das ist nass. Oh Mann. Oh wow, jetzt bin ich wieder an der einen Stelle, die abgesperrt war, wo man nicht hat durchgehen dürfen, weil hier Holzfällarbeiten sind. Und jetzt komme ich genau von der Seite, die eigentlich abgesperrt ist. Allerdings weiß man auch nicht, von welcher Richtung das jetzt abgesperrt ist. Also ist die Richtung abgesperrt oder ist die hier abgesperrt? Aber von der bin ich vorhin gekommen und von der bin ich jetzt gekommen. Ich meine, heute wird eh nichts sein. Von wegen Holzfällarbeiten und so. Okay, also vorhin bin ich hier hochgegangen und dann kam dieser komische Weg. Jetzt bin ich von hier gekommen und von hier bin ich vorhin gekommen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich diesen Weg wieder zurücklaufen, um auf den Weg von ganz am Anfang zu kommen und muss hin rückwärts gehen. Aber ich dachte eigentlich, man kann hier rundherum gehen. Also irgendwie verstehe ich das gerade nicht, weil eigentlich kann man hier rundherum gehen, aber ich bin in einen Teil des Waldes gekommen, in dem ich noch nie war. Ich bin wieder in vertrauten Gefilden. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und ja, so war das definitiv nicht geplant gewesen. Aber gut, irgendwie kommt man dann doch wieder ans Ziel. Oh, meine Nase, ganz ehrlich, die ist nur so am Laufen. Das ist so nervig.
Nicht mehr normal. Ich pflücke jetzt noch ein bisschen Löwenzahn für die Babys und dann geht's heim. Ich bin jetzt endlich wieder daheim. Ich war ungefähr 3 Stunden unterwegs und es war kein Spaß. Die Nase ist permanent gelaufen wie Wasser. Die Augen haben gedreht. Ich bin echt froh, dass ich wieder daheim bin. Ich lasse jetzt die Babys nochmal hüpfen, wo sie heute schon... Für wie lange wart ihr draußen? 3 Stunden? Auch 3 Stunden, gell? Aber jetzt dürfen sie nochmal ein bisschen raus und ich glaube, ich esse ein bisschen Obst und auch. Ist echt schlimm. Hüpfen für die Babys! Ich habe mich gerade vorhin extra bei ProSieben in der Mediathek bei diesem ProSieben-Pass angemeldet oder wie das heißt, damit ich heute Abend Germany's Next Topmodel das Finale live schauen kann auf dem Computer dann. Und ich hoffe, es funktioniert. Die Babys sind am Abendessen. Den Löwenzahn, den ich gepflückt habe. Oh, Bruno, so süß. Ich habe mir einen frischen Salat gemacht mit Kopfsalat und Tomaten und Gurke. Und dann hatte ich noch ein bisschen Camembert, Cher Amour. Den habe ich mir angemacht mit Essigöl, Salz und Pfeffer. Und dann habe ich ja hier von Knorr diese Honig-Senf-Dill-Soße. Da werde ich ein bisschen drüber geben. Stelle ich mir ganz lecker vor. Und als Hauptgericht habe ich die Spaghetti von vorgestern. Darunter ist die Tomatensoße, Spaghetti mit Zucchini. Der kommt raus. Ja, hier noch ein bisschen Soße. Das gibt es als Hauptessen und ich bin gespannt, wer heute das Finale gewinnt. Also ich wäre entweder für Celine oder für Celine? Celine, ne? Also entweder Celine oder für Selina. Beide aus Team Thomas. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, falls ihr das auch schaut, für wen ihr gewesen wärt. Denn wenn das Video on geht, ist es ja schon entschieden. Aber das sind meine 2 Favoritinnen. Und ich würde mich freuen, wenn eine von den beiden gewinnt. Aber ihr könnt ja mal eure Favoritinnen in die Kommentare schreiben. Oder in die Kommentare schreiben, wer eure Favoritin gewesen wäre. Okay, wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.